Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur 33. Episode der FIFA 20 Werder Bremen Karriere und es geht wie geplant weiter. Ich lag die letzte Woche wirklich flach ein bisschen, was Erkältung und so angeht. Hoffentlich natürlich kein Corona, meine lieben Freunde. Aber mittlerweile geht es mir auch eigentlich so gut wie gut wieder. Noch ein bisschen verschnupft, deswegen die Stimme hört man vielleicht auch noch ein bisschen, dass ich angeschlagen war. Aber ansonsten ist alles beim Alten und ich sage jetzt erstmal vorweg, wundert euch nicht, falls diese Woche vielleicht ein paar Videos später kommen oder falls sogar dieses Video hier später kommt, nicht pünktlich am Sonntag um 15 Uhr. Ich nehme das hier jetzt wie geplant am Freitag auf, aber ich muss heute auch noch weg nach Hamburg, weil wir da einen Dreh haben morgen, Samstagmorgen. Und deswegen habe ich halt heute nicht so viel Zeit und das geht auch eigentlich gar nicht, also es ist jetzt nicht meine Arbeitszeit quasi, die ich jetzt hier dafür benutze, um Videos aufzunehmen und ich habe dafür aber am Montag frei. Und am Montag werde ich dann die Videos für Dienstag und Donnerstag aufnehmen. So ist es zumindest geplant, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Auf jeden Fall ist das der Stand der Dinge. Also wundert euch nicht, wenn ein paar Videos vielleicht sich ein bisschen verzögern. Aber ich versuche natürlich alles so hinzukriegen, dass ihr es nicht bemerkt. Deswegen machen wir jetzt hier auch wie geplant weiter. Denn es geht im heutigen Part gegen Frankfurt und Schalke ran. Schalke ist ja aktuell punktgleich mit uns, haben zwar ein Spiel mehr. Und ich hoffe natürlich, dass wir die bezwingen können, damit wir die schon mal ein bisschen weghalten von da oben. Und Frankfurt ist, wie ihr seht, auf 12. 5 Punkte hinter uns. Und ich hoffe, das bleibt auch so, dass die hinter uns sind. Nur vielleicht noch mit 3 Punkten mehr Abstand. Also von daher wollen wir natürlich wie immer 2 Siege einfahren. Und ich habe auch schon gesehen, ihr habt fleißig Transfervorschläge unten reingeschrieben. Macht das gerne weiter, denn die nächste Episode nehme ich ja dann auch erst am Montag auf. Das heißt, ihr habt noch Zeit, Transfervorschläge reinzuschreiben heute. Und deswegen, ja, nutzt einfach mal die Zeit, denn ich beherzige wirklich alle Vorschläge, es werden auch alle in der nächsten Folge einmal vorkommen. Und ja, dann werden wir halt sagen, was wir machen und was wir halt eben nicht machen können, weil wir haben ja auch nicht die größten finanziellen Mittel zur Verfügung. Wir lassen uns aber nicht lumpen und gehen direkt rein ins Spiel gegen Frankfurt. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, ihr hattet in den Kommentaren noch geschrieben, warum ich denn immer wieder Selke aufstelle, obwohl der ja nicht so gut ist, was ja kein Geheimnis ist, weil er ja momentan unser Verballerkönig vom Feinsten ist. Ja, das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben einfach nicht so viele Alternativen. Eigentlich so gut wie gar keinen. Wir haben im Sturm Sargent und Selke sind unsere Stammstürmer. Zwangsweise auf jeden Fall Selke. Weil dahinter ist Füllkrug und dann kommt schon Scheibe. Unser Jugendspieler mit einer 63 oder was er glaube ich hatte. Also da ist nicht so viel Alternative. Vor allem, wir könnten natürlich Cegrova rechts spielen, dann Eggestein im Sturm. Aber das ist natürlich mit der Dreifachbelastung, die wir haben, auch schwierig, dass die dann auch immer alle so fit sind, wie man es halt gern hätte. Deswegen wird Selke hier auf jeden Fall immer noch eine tragende Rolle spielen in dieser Karriere. Und ich meine ja eigentlich, irgendwann muss er ja auch mal treffen und auf eine gute Form kommen, weil der hat ja eigentlich keine schlechten Stats. Der muss es ja eigentlich können. Aber ja, das, die größte Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob die Aufstellung wieder funktionieren oder ob wir wieder nur das Bilderraten machen dürfen. Wir werfen direkt mal einen Blick drauf. Wir müssen hier wieder unsere etwas unkonventionelle Methode verwenden, weil es EA einfach nicht gefixt bekommt. Auf jeden Fall, bei uns im Tor ist Fischer, mal unser Jugendspieler, weil Pavlenkas Ausdauerbalken sehr, sehr gering war. Er war sehr, sehr schlapp, deswegen dachte ich mir, stellen wir da einfach jemand anderen auf und dann können wir auch mal unseren Jugendtorwart ein bisschen Spielzeit geben. Rechts dann König, Friedel Vogt in der Innenverteidigung, Augustinsson auf der Linksverteidigerposition, Eggestein auf der 6, Johannes Eggestein rechts, links Rashica Buizis auf der 10 im Sturm, Selke und Sargent. Die Frankfurter mit Trapp im Kasten, Hasebe, Sagadu und Touré in der Dreierkette, Da Costa und Kostic auf den Außen, Migrancho, Kor und Sau auf den Achterpositionen und Bast, Dost und Ante Rebic auf den beiden Stürmerpositionen. Und ich bin mal gespannt, weil Girondeau de Bordeaux hat ja auch die Dreierkette gegen uns ausgepackt und das hat gar nicht funktioniert. Also vielleicht, wenn wir Frankfurt hier jetzt abschießen, dann liegen uns sehr gut Dreierketten, würde ich behaupten. Kostic mit der Ecke, da liegt einer von uns am Boden. Selke kann blocken, aber Selke verliert den Ball, wir hauen den Ball erstmal weg. Boetius lässt da gut einen aussteigen und schicken wir dann Sargent. Sehr stark. Sargent macht das auch stark. Eggestein sieht dann da Boetius. Boetius hat schon Angst, den Ball zu Selke zu legen. Deswegen steckt er ihn noch länger rüber auf Rashica und der erzielt dann das Tor. Sehr schön. 1:0 für uns. Ich wollte eigentlich, also eigentlich war es mir egal, ob ich da jetzt rüberlege, da links rüberlege. Aber ich glaube, Selke wäre sogar. Na, ja, ich weiß gar nicht, ob das einfacher gewesen wäre, aber soll mir auch egal sein. Wir führen hier 1:0. Ist mir dann im Endeffekt auch egal, wer das Tor schießt. Rashica war da auf jeden Fall eine sichere Bank. Der macht die Bälle hier auf jeden Fall rein, denn dieser Typ ist einfach, der ist sensationell. Er ist vielleicht jetzt nicht ganz so auffällig, wie wir es uns erhofft hatten, aber er macht einfach die Dinger, die er machen muss. Sargent sieht da Eggestein, Eggestein sieht da Davy Selke und ja, das ist,
wenig überraschend. Selke macht ihn nicht. Ich hätte auch irgendwie eher gehofft, dass er sich den nochmal irgendwie kurz auf rechts legt. Denn dann hätte er den, da wäre ich mir ziemlich sicher, dass er den gemacht hätte. Obwohl, bei Selke weiß man das auch nicht. Egal. Friedel auf Boetius legt sich in einem Gegner vorbei und schallert den ans Aluminium. Gute Gelegenheit, das wäre das 2:0 beinahe. Aber dann wollte er es doch zu präzise machen. Eggestein auf Eggestein, der auf Boetius. Boetius, der hat es jetzt aber auch mit dem Aluminium, ne? Knallt ihn eben erst an die Latte und jetzt setzt er ihn hier an den Pfosten. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß er auf jeden Fall, wo zwischen er schießen muss. Saden schickt da Rashica auf die Reise. Der ist natürlich auch ein bisschen platt, hat ja auch im letzten Spiel gespielt. Rashica, Davy Selke. Und deshalb stelle ich diesen Typen auf, weil ich weiß, dass er es eigentlich kann. Und da sehen wir es. Den schiebt er hier locker lässig ein ins Tor. 2:0 für Werder Bremen. Ist das jetzt hier? Ist das das? Ist Werder? Ist, man kennt ihn. Ist Selke jetzt bei Werder angekommen? So rum. Das wäre ja mal schön. Aber ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, denn das kann natürlich auch trügen. Aber den macht er gut rein. Kann man nicht sagen. Beschwere ich mich nicht. 2:0 Werder Bremen. Davy Selke. Halbzeit dann auch hier in Bremen. Ist nichts weiter passiert mehr nach dem Treffer von Davy Selke. Und ja, ich bin gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit aussieht. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Wir bleiben erstmal unverändert, denn es hat ja ganz gut funktioniert. Also beschweren kann man sich da ja weniger. Selke schickt da Rashica. Dieser Sagadu ist gut, wollte ich sagen. Aber vielleicht doch nicht so gut. Denn Rashica hat hier die riesige Gelegenheit aufs 3:0. Aber Kevin Trapp ist auf dem Posten. Der war nicht leicht zu halten. Ich dachte, ich ziehe ja nochmal nach hinten und kann den schönen Finesse ins lange Eck machen. Aber Trapp, Chapeau, der war echt gut gehalten. Boetius auf Sargent. Sargent und wir scheitern an Kevin Trapp. Boetius legt den nochmal rüber auf Davy Selke. Davy Selke schießt ihn vorbei, aber es war auch der schwache Linke. Es war eigentlich schön gespielt, aber den Ball trifft er dann nicht ganz perfekt und deswegen geht er doch ein gutes Stück am Kasten vorbei. Wir wechseln jetzt zweimal aus. Wir bringen Chegrova für Rashica, weil Rashica einfach nicht mehr fit ist und Dominguez für Boetius. Der gleiche Grund. Das war jetzt ganz doof. Oh, Kevin Vogt, Alter, der steht auch heute immer goldrichtig, wenn ich die Scheiße baue. Und jetzt... Elfer! Wofür? Für was? Hand oder was? Auf jeden Fall Marco Friedl scheint es ja gewesen zu sein. Ja, der ist ja... Ich sehe nicht mal... Es war die Hand, ja. Und es war ein klares Handspiel. Handelfmeter, das kann es nicht sein. Ah, er macht die Parade. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir einen Freistoß halten. Kann sich unser neuer Keeper direkt mal bewähren? Nein. Bastos verlädt uns. Hat mich zu früh für eine Ecke entschieden. Und dann ist es für Bastos ein leichtes, den ja da zu verwandeln. Das ist sehr, sehr unglücklich für einen Jugendkeeper. Bei seinem Debüt muss er direkt einen Elfer halten. Also das ist echt, ne. Kannst dich nicht ausdenken, ne. Ja, jetzt wird es vielleicht nochmal spannend hier. 1:2 aus Sicht der Frankfurter. Sargent kriegt den Ball da auf Chegrova gelegt. Der muss da einfach nur von Da Costa wegkommen. Macht er auch. Wir ballern jetzt einfach mit Chegrova. Und Kevin Trapp macht hier ein richtig gutes Spiel, weil bei uns jetzt auch mittlerweile wieder gar keiner ein Tor schießen will. Nachspielzeit wird angezeigt. 2 Minuten einfach durchhalten. Theoretisch. Davy Selke fangt den ab. Ganz wichtig von Davy. Selke schickt da nochmal Sargent. Guter Ball. Sargent zieht dann nochmal zurück, bringt die Flanke, kommt nicht an. Wir haben den aber nochmal. Eggestein, Davy Selke. Ja, das war ein Rückpass zu Kevin Trapp. Aber alles gut. Selke bricht dann nochmal zusammen, warum auch immer. Vielleicht wegen seinem Schuss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Spiel abgepfiffen. Wir gewinnen mit 2:1. Das hätte nicht so knapp sein müssen. Wir hätten das auch deutlicher gestalten können. Weil wir gegen die Dreierkette ganz gut klarkamen. Wir kamen da eigentlich ganz gut durch hin. Aber naja... Ich will mich nicht beschweren, so kann man ja fast sagen, dass Selke ja das entscheidende Tor geschossen hat. Ich meine, er hat das zweite für uns erzielt, also ne, kann man sich drüber streiten. Wir schauen erst mal auf die Spielinfo. Ja, wenn wir auf die Spielinfo schauen, geht das Ganze auf jeden Fall mal in Ordnung, der Sieg. Ja, auch von der Höhe, ja, kann man von der Statistik her so sehen. Das ist, ja, ist mir auch egal. Dreier bleibt auf unserer Seite, also alles gut. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Sie haben gewonnen, aber Eintracht Frankfurt ist nochmal rangekommen. Was muss ich in den nächsten Spielen in der Defensive verbessern? Es war nicht optimal, aber wir haben ja trotzdem gewonnen. Wir werden das jetzt analysieren und daraus lernen. Sie haben heute gewonnen, aber man hatte immer wieder den Eindruck, der Eintracht-Ausgleich läge in der Luft. Wie sehen Sie das?
Es war ein knapper Sieg. Wir hätten nach dem Eintracht-Tor mehr Druck machen müssen. Egal wie es steht, wir müssen positiv denken und offensiv spielen. Kor war beim Gegner heute einer der Besten. Wie schwer war es, die Abwehr von Frankfurt zu überwinden? Kompliment an Frankfurt, sie haben es uns schwer gemacht. Da hatten wir es nicht leicht und auch Kor war heute super. Danke für diese kurzen Aussagen. Genauso super wie die Trainingseinheit bei uns, Alter. Alle mit einem A, außer Chegrova, der muss natürlich wieder aus der Reihe tanzen, aber ansonsten grandiose Trainingseinheit. So will ich das hier am liebsten immer sehen. Unser Jugendscout hat mal wieder ein Schnittchen hier gefunden. Fiete König sieht ganz gut aus. 94er Maximalpotenzial, ein Marktwert von 450.000. Den nehmen wir mit. Wenn wir uns den mal anschauen, sehen wir, der ist ein ZM, ein 60er Rating. Ist erst 15 Jahre alt, das ist sehr jung auf jeden Fall. Wenn wir uns die Werte anschauen, sehen die auch eigentlich ganz solide aus, für wie für ein ZM dann doch recht ausgeglichen, würde ich sagen. Obwohl, ja, wenn wir uns hier die Defensivwerte angucken, der ist eher ein offensiverer ZOM. Müssen wir mal gucken, weil so ein Jugendspieler kann man sich ja auch meist noch mal einen Ticken selber formen. Der sieht eigentlich ganz gut aus, wenn der so bleibt. Damit gehen wir jetzt rein in das Spiel gegen Schalke 04 und wir spielen hier auf Schalke in der Veltins Arena und Schalke war ja punktgleich mit uns, obwohl, nee, stimmt, wir haben ja gegen Frankfurt gespielt, das heißt, wir sind 3 Punkte vor Schalke, weil die ein Spiel mehr hatten. Dann hoffe ich, dass wir unseren Vorsprung noch auf 6 Punkte ausbauen können, denn ich will hier natürlich den Sieg holen. Und dann schauen wir am Ende dieser Folge auch mal, falls wir den Dreier holen, wie das in der Tabelle aussieht, denn dann dürften wir eigentlich einen guten Satz gemacht haben, um oben weiter ranzukommen. Außer die haben natürlich auch alle gewonnen, das wäre dann natürlich ein bisschen, ja, dann wären wir immerhin nicht weiter abgerutscht. Also von daher, mit Siegen kann man ja eigentlich nur gut liegen, also von daher schauen wir einfach mal, was in diesem Spiel hier möglich ist. Wir werden wieder alles geben und ja, wir werden direkt mal auf die Aufstellung jetzt schauen. Bei uns hat sich eigentlich gar nicht allzu viel getan. Wir haben Pavlenka wieder in den Kasten gestellt, Tavares wieder rein, Veljkovic wieder rein, Dominguez in die ZOM-Position gepackt, damit wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Defensive und Spielkontrolle haben, weil Boetius halt dann doch sehr offensiv ist. Müssen wir mal schauen, aber eigentlich müsste das System so ganz gut funktionieren. Bei Schalke sehen wir allerdings eine Formation ohne Außenspieler. Das ist interessant. Rechtsverteidiger Kasko, Sané, Chiamulera und Otschipka bilden die Viererkette. Fährmann im Kasten, da ganz vergessen zu sagen. Mascarell auf der 6, Bentaleb und McKenny auf den 8er Positionen, Harit auf der 10er Position und Teuchert und Steven Skripski auf den beiden Stürmerpositionen. Sind auch, glaube ich, nicht jetzt so die besten Stürmer, die Schalke im Kader hat. Aber ja, das weiß ich nicht, das müssen die selber entscheiden. Wir schauen einfach mal, was so geht gegen die Schalker. Schalke macht hier bisher das Spiel und Teuchert lässt da Veljkovic auch mal wieder komplett aussteigen. Ey, Veljkovic ist so unbeweglich da hinten drin, aber er hatte mir eben auch gesagt, er will wieder spielen. Deswegen dachte ich, stellen wir ihn mal wieder auf. Oh ja, hat sich ja jetzt schon wieder richtig gelohnt, dass wir ihn aufgestellt haben. Cedric Teuchert erzielt hier das 1:0 für die Schalker. Das läuft natürlich jetzt gar nicht nach Plan. Wir sehen das hier nochmal, diese eine Bewegung. Ich dachte, er nimmt den mit dem Lauf mit. Ja, ändert dann aber seine Richtung und Veljkovic, ja, der braucht ein bisschen, bis er seinen Öltanker gewendet hat. Die Schalke aus dem Skripski mit der Hacke, das ist ganz, ganz schlecht. Und ich habe ehrlich gesagt mich schon auf das nächste Tor vorbereitet. Gut, dass Pavlenka da noch ein Wörtchen mitzureden hat, aber wir kommen gar nicht ins Spiel. Irgendwie gar nichts funktioniert. Wir kommen auch nach vorne, wird sowieso nicht gespielt hier. Spätestens ist dann Ende, wenn da dieser Sané in der Abwehr steht. Da ist ja absolut kein Vorbeikommen. Oh, ich hoffe, wir finden hier noch irgendeine Lösung. Sergeant auf Rashica, der muss jetzt echt mal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Aber Kasko ist schnell. Da haben wir keine Chance vorbeizukommen. Jetzt schaltet Kasko sich schon vorne ein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Skripski mit der Flanke. Diesmal ist Veljkovic da, aber klärt ihn genau auf Kasko. Ey, dieser Veljkovic ist nicht spielbar, ganz ehrlich. Das ist ein Kandidat, den wir definitiv verkaufen müssen, Alter. Alle Wächter hinten in der Abwehr am besten. Mein Vogt macht ja eigentlich einen ganz guten Job, aber den habe ich hier bisher noch gar nicht gesehen, weil immer Veljkovic in den entscheidenden Zweikämpfen war. Klärt ihn genau auf Kasko. Und ich dachte, er ist Linksverteidiger und macht ihn dann so rein. Ah, ey, in dem Spiel läuft ja echt gar nichts für uns und es wird langsam echt schwer, hier noch irgendwie irgendwas mitzunehmen aus dem Spiel, wenn das so weitergeht. Eggestein auf Dominguez. Das hätte ja auch noch fast funktioniert, aber ja, fast ist halt nicht ganz. Und somit bleibt sie beim 1:2. Es gibt eine gelbe Karte für Bentaleb, da bestimmt irgendein Einsteigen vorhin mal. Sergeant auf Davy Selke. Davy Selke trifft hier erneut, hat im letzten Spiel ja schon getroffen und macht jetzt hier den 1:2 Anschlusstreffer. Ja, ich sag ja, der Typ ist jetzt vielleicht endlich bei Werder angekommen und das könnte ein ganz wichtiges Tor sein, denn das könnte uns hier zurück ins Spiel holen. Und das war ja auch der psychologisch sehr wichtige Zeitpunkt.
genau vor der Halbzeit. Und das war schön gespielt. Sargent mit dem Chip über Chiamolera. Und ja, Selke haut den dann einfach mal ganz humorlos rein. 1:2 aus unserer Sicht. Halbzeit dann hier auf Schalke. Es bleibt weiterhin beim 2:1 für die Schalker. Aber es war ja zum Glück am Ende der ersten Halbzeit nochmal ein Lebenszeichen von uns. Mal gucken, ob wir in der Halbzeit ein bisschen was wechseln. Wir haben nochmal gewechselt in der Pause. Wir haben Goller für Eggestein reingebracht, also auf dem rechten Flügel. Weil wir da einfach nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit brauchen, weil mir irgendwie da hinten die Hintermannschaft bei Schalke ein bisschen zu schnell unterwegs ist. Könnte auch an Kasko liegen. Der ist aber jetzt auf der anderen Seite zum Glück. Davy Selke auf Sargent. Auf Sargent. War das kein Abseits? Das war kein Abseits. Aber mal ganz fix sind wir hier aus der Pause gekommen. Schalke, was ist denn da los? Kurz vor der Pause erzielen wir hier das 1:2 und dann direkt nach der Pause das 2:1. Bremen ist wieder da. Bremen lebt. Wir haben wieder ein offenes Spiel und dieser Pass von Selke war echt, besser kannst du nicht spielen. An allen vorbei und der Abschluss von Sargent ist natürlich auch absolut, besser kannst du nicht machen, ne? Der geht ja genau in Winkel, da ist Druck in da, keine Chance für Fährmann da irgendwas zu halten. Ja, vielleicht nicht perfekt in Winkel, dafür hat er noch ein bisschen höher gemusst, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr geiles Ding, 2:2, wir sind wieder da. Hashica auf Eggestein und dann sehen wir Goller, mal gucken, was die Geschwindigkeit so bringt. Benjamin Goller sehr weit außen und deswegen geht der Schuss dann auch am Tor vorbei. Ja, da habe ich schon gemerkt, als ich mir den Ball vorgelegt habe, dass ich zu weit nach außen geraten bin. Aber Goller, der Schuss, der war sehr gut. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Der war phänomenal eigentlich, der Schuss. Halt nur knapp drüber. Wäre der reingegangen, wäre das ein absolutes Traumtor gewesen. So, allerdings ist es kein Tor und es bleibt beim Unentschieden. Nabil Bentaleb! So einen Schuss habe ich da gerade aber nicht erwartet. Der dribbelt da ein bisschen vor sich hin, schießt da mal eben ein bisschen und dann haut er da so einen Fund raus, Alter. Das kam unerwartet. Glück gehabt, dass der nicht reingeht, denn da wäre Pavlenka, glaube ich, geschlagen gewesen. Ey, was ist denn jetzt schon wieder mit den Schalkern los? Die haben aber nochmal eine ordentliche Schippe gerade oben drauf gelegt. Was ein Schuss schon wieder. Und diesmal, da war Pavlenka aber auf jeden Fall dran und lenkt ihn an den Pfosten. Und jetzt hat Pavlenka ihn sicher. Was haben die Schalker gerade für Chancen? Was ist denn hier los? Wo kommen die denn plötzlich her? Haben die sich hier irgendwie gerade ein bisschen wiederbelebt? Aber egal, vielleicht haben wir ja jetzt schon wieder direkt die nächste Chance. Benjamin Goller mit der Flanke auf Sargent. Wir haben die nächste Chance. Und wir machen die nächste Chance. Josh Sargent mit dem 3:2 für Werder Bremen. Und wir drehen die Kiste hier noch. Das ist so echt, wer hätte das denn gedacht? Unsere Leistung in diesem Spiel ist echt nicht gut. Aber wenn wir Chancen haben, dann nutzen wir die in diesem Spiel effizient und eiskalt wie nie zuvor. Okay, so frei darf Sargent dann natürlich auch nicht stehen, keine Frage. Aber ja, da beschwere ich mich nicht. Wir hatten gefühlt 3 Chancen und haben hier 3 Tore gemacht und somit führen wir gegen Schalke. Wir wechseln jetzt noch 2-mal aus. Wir bringen Zegrova für Sargent, stellen Goller in den Sturm und Zegrova halt auf rechts. Und Friedel für Veljkovic, weil Veljkovic, ja, ne, der ist ein bisschen unbeweglich. Goller da im Zusammenspiel mit Dominguez, das ist sehr schön. Selke, wir probieren es einfach mal, da war aber noch ein Fuß vor. Wie kann das Abstoß geben? Hä? Als ob wir uns da selber getroffen haben. Als ob das Abstoß gibt. Das ist ja wohl lächerlich, Herr Schiedsrichter. Goller auf Davy Selke. Wir kriegen den Ball nicht gespielt, weil dieser Sané auch so ein Bomber ist da. Jetzt pfeif ab, Schiri. Pfeif ab, pfeif ab. Er pfeift ab. Ganz, ganz wichtiger Dreier für uns. Richtig wichtig. Huh. Da hatte ich minimal Angst eventuell, dass wir den Dreier behalten. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass wir den überhaupt holen. Also das ist das für ein phänomenales Comeback von uns. Liegen mit 2 Toren hinten und machen dann noch das 3:2 im Endeffekt raus. Richtig, richtig stark. Und dann bin ich da auch mal sehr gespannt auf die Tabelle, aber erstmal auf die Spielinfo. Ja, die Spielinfo spricht auf jeden Fall Bände. Die Schalker waren minimal überlegen eigentlich. Aber im Endeffekt gewinnt halt der, der die meisten Tore macht. Wir hatten wieder wenig Ballbesitzer mal gewinnen. Das war auch gegen Dortmund, glaube ich, auch so. Also wir haben echt eine Effizienz manchmal, die wir hier an den Tag legen, die ist echt phänomenal und nicht so phänomenal wie das, was meine Haare hier gerade machen ist. Ich sehe auch wieder komplett behindert aus gerade, aber egal. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Sargent hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Sargent hat mich heute wirklich beeindruckt, das war eine super Leistung. Werder Bremen ist bislang in der Bundesliga ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Dass wir jetzt seit 6 Spielen unbesiegt sind, hat gute Gründe. Unsere Abwehr ist unüberwindlich. Naja, nicht ganz. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht.
Danke für diese kurzen Aussagen. Es geht mal wieder in eine Trainingseinheit und Sascha Scheibe verbessert sich da mal wieder gut. Das finde ich schön. Dann können wir den auch bald mal wieder öfter einsetzen. Was heißt bald? Was heißt wieder? Dann können wir ihn mal öfter einsetzen. Sagen wir es einfach so. Denn er verbessert sich ja ganz gut und gibt sich ja die Mühe im Training. Ein Jugendspieler will weg. Karl Wagner. Da schauen wir mal, wer das ist. Karl Wagner ist ja der ZOM. 58er Rating, 85 bis 91 Potenzial. Er hat mindestens 85er Potenzial. Da brauche ich gar nicht so viel nachdenken. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben auch ein Transferangebot für Füllkrug, aber das schauen wir uns alles in der nächsten Episode an. So, damit soll es auch das Ende der heutigen Episode sein. Wir stehen jetzt ungefähr 2 oder 3 Tage vorm Beginn der Transferperiode. Und deswegen schreibt gerne nochmal eure Wünsche, eure Transfervorschläge in die Kommentare. Und auch wen wir verkaufen sollen, könnt ihr gerne reinschreiben. Zum Beispiel Niklas Füllkrug, für den ja auch die ganze Zeit Angebote reinflattern, weil der Vorstand ihn, glaube ich, auf die Transferliste gesetzt hat, weil er sich beschwert hat, dass er zu wenig spielt. Deswegen, wir können auch mal eine Abstimmung reinhauen. Füllkrug verkaufen oder nicht verkaufen, würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so seht. Und ja, wir sehen hier auf jeden Fall, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, dass wir jetzt mit 28 Punkten am Start sind. Und unser Ziel ist Bayer Leverkusen aktuell auf Platz 4 mit 36 Punkten, also 8 Punkte vor uns. Ich glaube, am Anfang der Episode waren wir noch 11 Punkte hinter Platz 4, also von daher haben wir schon mal 3 Punkte gut gemacht. Also schon eine sehr wichtige Episode. Wir sind auch recht nah an Platz 6 rangekommen, obwohl, wenn wir das gerade mal so sehen, sind wir auch noch 6 Punkte hinter denen. Also 1 bis 6 ist so, ne, was heißt 1 bis 6, sagen wir eher so, ja, 3 bis 6. 3 bis 6 ist ein recht enges Feld, vielleicht sogar 2 bis 6, wenn man ne, mit ganz viel Liebe daran geht. Und ja, in dieses Feld wollen wir gerne reinkommen, also ist im nächsten Part werden wir wahrscheinlich gar kein Spiel machen, aber der Part danach, ein recht wichtiger Part, wo es glaube ich gegen den HSV und Mainz oder so rangeht, schauen wir jetzt, ja, habe ich richtig im Kopf, HSV und Mainz sind die nächsten Gegner und vielleicht ja dann sogar schon mit Neuzugängen, ich will es hoffen. Und ja, das dürfte sehr spannend werden. Also abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts von dieser Karriere mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bleibt gesund in dieser aktuellen Zeit. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Und damit bin ich raus für heute und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Yeah, wir sind die Eins hier im Norden. Zu Hause sind wir eine Macht. Und auch an anderen Orten stehen wir gemeinsam wie eine Wand. Jedes Spiel ist ein Heimspiel, denn wir sind lauter als alle.